أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. Und zwar die Frage ist, stimmt es, dass Ibn al-Qayyim gesagt hat, beziehungsweise die Menschen in drei Kategorien unterteilt hat, in Muslime, warte mal, nur kurz. Ich brauche immer die Quelle. Muslime, Nicht-Muslime und Kuffar. Angeblich soll es Ibn al-Qayyim gesagt, unterteilt haben, die Menschen. In Muslime, Nicht-Muslime und Kuffar. Ich höre sowas. Der Bruder fragt, stimmt das, dass Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala die Leute eingeteilt hat in Muslime, Nicht-Muslime und Kuffar. Ist das so? Ich weiß jetzt nicht, welche Quelle du anführst von Ibn al-Qayyim. Wer ist unser Beweis? Allah und sein Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jalla sagt, huwa alladhi khalaqakum in Surat At-Taghabun. Huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Er ist derjenige, der euch erschaffen hat. Unter euch sind Kuffar und Halas, das war's. Welche dritte Gruppe? Pass auf, Achim Karim. Und die Wörter der Gelehrten werden gerne verdreht. Dann gibt es eine Gruppe, sie heißen Ahlul Fatra. Ahlul Fatra sind die Leute, die werden Yawmul Qiyamah nochmal eine Prüfung bekommen, weil zu ihnen nicht die Botschaft gelangt ist. Das heißt, er hat irgendwo im Regenwald gelebt oder in Spandau, an einem Ort, wo die Botschaft nicht ankommt. Was ist hier? Diese Leute kriegen nochmal eine Prüfung. Das heißt, zu ihnen wird ein Gesandter entsandt, Yawmul Qiyamah, und dann werden sie entscheiden. Und daraufhin gehen sie ins Paradies oder ins Höllenfeuer. Heißt das jetzt, sie sind Muslime für uns in diesem Leben, nach diesem Urteil? Sie sind Kuffar. Nach dem Urteil des Diesseits sind sie Kuffar. Aber Yawmul Qiyamah werden sie nochmal geprüft. Weil für uns ist jemand ein Kafir, bis er, was spricht die? Die Shahada. So lange bleibt er ein Kafir. Was mit ihm passiert, Yawmul Qiyamah, das ist die Sache von Allah. Aber wir brauchen doch Gesetze, wie wir mit ihm umgehen. Er ist für uns ein Kafir. Schau mal, diese Leute, die heute mit der Religion spielen und dir Einteilung machen, Nicht-Muslim, Nicht-Muslim, manchmal Muslim, manchmal nicht. Das sind Leute, die spielen mit der Religion. Allah Azza wa Jal sagt ganz klar, er ist derjenige, der euch erschaffen hat. Unter euch gibt es Kuffar und unter euch gibt es? Das sind die einzigen Gruppen. Sagt mal, was ist mit den Munafiqun, mit den Heuchlern? Was sind die Heuchler? Kuffar. Jeder Munafiq-Heuchler ist ein Kafir, aber nicht jeder Kafir ist ein Heuchler. Aber sie sind Kuffar. Das heißt, wir reden nur über zwei Gruppen. Muslim oder Kafir. Wir kennen nichts anderes. So, die Sache ist, dass man hier eine Ausnahmesituation, die Yawmul Qiyamah passieren wird, mit noch einer Prüfung belegt und dann wird sichtbar, wo die Leute hinkommen. Man macht diese Ausnahme zu einer allgemeinen Regel für die Leute und das ist der Betrug an die Muslime. Habt ihr das verstanden? Diese Leute sind für uns was? Kuffar. Weil Allah Azza wa Jal sagt im Koran, in Surat At-Tawbah, und wenn dich die Mushrikin um Schutz bitten, dann gewähre ihm Schutz, bis sie das Wort Allahs gehört haben. Frage, haben sie bis dato das Wort Allahs gehört gehabt? Ja oder nein? Wie hat Allah sie genannt? Mushrik. Sagt man, die Botschaft war noch nicht da. Dann war sie nicht da. Und trotzdem nennt Allah sie was? Mushrik. So einfach. Das ist alles. Aber spielen mit der Religion wird morgen sichtbar werden. Manche werden Christen, manche werden was anderes. Und manche, wa'l-iyadu billah, sterben ohne Religion. Möge Allah uns bewahren. Na.